Heute geht es um den leckeren Mangold. Er ist meiner Meinung nach eines der einfachsten, besten und ertragreichsten Blattgemüse, das man in Töpfen, auf dem Balkon oder in Hochbeeten anbauen kann. Hier sind die wichtigsten Tipps von der Aussaat bis zur Ernte. Mangold könnt ihr vorziehen, direkt draußen aussäen oder ihr besorgt euch Setzlinge in der Gärtnerei oder im Gartencenter. Ich ziehe Mangold eigentlich immer vor, weil man dadurch einen zeitlichen Vorsprung bekommt und so früher das erste Mal ernten kann. Ein guter Termin, um mit der Anzucht zu starten, ist Mitte, Ende März. Eine Direktsaat draußen kann man ab ungefähr Mitte April machen. So sehen Mangoldsamen aus, wie so ein kleines Knäuel an Samen. Und tatsächlich wachsen aus einem Samen auch meist 2 bis 3 Pflanzen. Als Mangoldsaatgut verwende ich gerne die Sorte Bright Lights oder Rainbow. Diese Sorten kommen mit bunten Stielen daher und sehen im Beet einfach optisch richtig toll aus. Aussäen kann man in einen kleinen Topf oder in eine Anzuchtplatte mit Anzuchterde. Die Saattiefe sollte ca. 2 cm sein, denn Mangold ist ein Dunkelkeimer. Bei einer Keimtemperatur von 15 bis 20 Grad dauert es dann ca. 10 bis 14 Tage, bis die Keimlinge sprießen. Wenn ihr mehrere Samen in einem Topf ausgesät habt, solltet ihr die Sämlinge pikieren, also jeweils in eigene Töpfchen vereinzeln, wenn sie das erste echte Blattpaar ausgebildet haben. Beim Pikieren könnt ihr sie dann auch gleich etwas tiefer einpflanzen, wenn sie etwas lang gewachsen sind. Regelmäßig gießen, dass die Erde immer schön feucht, aber nicht triefnass ist. 2 bis 3 Wochen vor dem Auspflanzen nicht vergessen, die Pflanzen abzuhärten, damit sie sich an das Klima draußen, also an Sonne und Wind, gewöhnen können. Mangold draußen einpflanzen kann man je nach Wetterlage ab Mitte, Ende April. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, dass Mangold bei eventuellen Frösten zu den Eisheiligen nicht zu schießen beginnt, wartet bis Mitte Mai. Ich pflanze immer gegen Mitte, Ende April. Das hat bei mir bisher gut funktioniert und er ist bei mir trotzdem noch nie geschossen. Je mehr Platz eine einzelne Mangoldpflanze hat, desto größer werden die Blätter. Für schöne große Blätter sollte der Abstand zwischen 2 Pflanzen ungefähr 20 bis 25 cm sein. In einen Topf mit 30 cm Durchmesser pflanze ich deshalb nur 2 Pflanzen. Und in ein Balkonhochbeet mit einer Breite von 80 cm pflanze ich in einer Reihe 4 Pflanzen. Wenn ihr nur kleine, junge Blätter für zum Beispiel Salat ernten wollt, könnt ihr, wie ich hier in diesem Topf, auch enger pflanzen. Mangold benötigt eine humose und nährstoffreiche Erde. Bei mir wächst er immer gut in torffreier Bio-Gemüseerde. Mangold gedeiht am besten an einem sonnigen oder halbschattigen Standort. Von der Pflege her ist er ziemlich pflegeleicht. Regelmäßig gießen ist wichtig, damit die Erde immer gleichmäßig feucht ist. Denn gerade in Töpfen trocknet die Erde relativ schnell aus. Damit das Wasser nicht so schnell verdunstet, die Feuchtigkeit besser in der Erde gehalten wird und man nicht so oft gießen muss, mulche ich mit Stroh oder Gemüsewolle. Als Mulch könnt ihr aber auch Grasschnitt oder gesunde Blätter verwenden. Als Mittelzehrer benötigt Mangold nicht ganz so viel Nährstoffe wie Gurken oder Tomaten. Aber eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen ist dennoch wichtig. Man kann entweder beim Pflanzen etwas Langzeitdünger in die Erde einarbeiten
oder ihn über die Saison hinweg 2 bis 3 Mal mit etwas Flüssigdünger versorgen. Und zwar am besten, nachdem man geerntet hat, das fördert dann den Neuaustrieb. Einmal Mangold im Frühjahr gepflanzt, kann man ihn bis weit in den Herbst hinein immer wieder ernten. Das erste Mal ernten könnt ihr ungefähr 2 Monate nach der Aussaat. Ich ernte Mangold nie ganz, sondern immer wie Pflücksalat. Sobald die Blätter 15 bis 20 cm groß sind, schneide ich also nur die äußeren Blätter mit einem scharfen Messer am Strunk ab. Wenn ihr die Herzblätter in der Mitte stehen lässt, wächst Mangold aus dem Herz heraus nach und ihr könnt ihn über die ganze Saison hinweg immer wieder ernten.